ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich da und Eiklund bei, ja, die Eckbank, die kennt ihr, oder? Okay. Das ist die Eckbank von der Familie Musikfreund, aber das ist ein Teil der Familie Musikfreund, die Jünger. Die Alten haben nicht da heute, glaube ich, gell? Da hat es einen Sturmbreit. Ja, genau. Und da ist noch einer, den was kennt. Und zwar ist das der Schröter Benni. Wie geht denn jetzt das zusammen? Jetzt fange ich mit den Hausherrinnen einmal an. Franziska, wie geht denn jetzt das zusammen da? Ja, Besetzung, wie gesagt, die jungen Freunde für die Familienmusik und den Benni haben wir uns für die Deckweiter genommen und zusammengekommen und das aus dem Grund, weil wir mit zwei schon seitdem wir da haben, noch immer zusammen haben. Genau, mein Freund. Und deswegen hat sich das so ergeben mit der Besetzung. Ja. Die fleißigen Waldmusik-Zuschauer wissen das natürlich, dass da eine Verwandlung ist, ganz schön. Und jetzt haben wir gesagt, ja, da mit den Bergweitler haben wir schon ein Video aufgenommen, mit der kompletten Familie Musikfreund haben wir auch schon ein Video aufgenommen. Und jetzt machen wir in dieser Besetzung mal was. Wie ist denn das, Benni? Habt ihr da einen Namen in dieser Besetzung oder wie schaut denn das aus? Ja, wenn ihr so durchzählt, dann haben wir vier Leute und jetzt haben wir gesagt, wir nennen uns einfach Zwirt. Also nicht Zwirt, sondern Zwirt. Das kann man vielleicht auch machen. So, aber wir haben ein Zwirt. Aha. Genau. Aber nicht, dass jetzt da irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Die einzelnen Gruppen bestehen natürlich weiterhin und haben irgendwie Vorrang, oder? Wie ist das, Benni? Sowieso. Also wir nennen uns immer liebevoll ein kleines Familienprojekt, aha, mehr oder weniger. Aha. Weil wo sie Zeit zulässt, das spielen wir. Angefangen von den kleinen Sachen, aber kommen wir später hin und drauf und ja, haben gesagt, gell, ja, ja, also Familienmusikfreund ist natürlich jugendweit viel unterwegs jetzt Wochenende, so auch wir mit den Bergweitlern. Und da ist es halt dann schwierig, dass du Zeit findest, aber dadurch, dass wir unter der Woche auch immer beieinander sind, irgendwie, und es drin da steht ein Stockwerk quasi vor den Wohnungen, haben wir dann doch Zeit, dass man sich auch nachts ein wenig zusammensitzt zu einem grünen Bierchen und spielt man halt ein paar Stückchen an, gell? Ja, heißt das praktisch, du bist eh schon fast ein halber der, oder drei Viertel der Waldkirchener, oder wie ist denn das, bin ich? Körperlich anwesend, irgendwo im Landkreis FRG, ja. Aber, man will jetzt so sagen, ne, wir sind es gekriegt, wir haben geschimpft vom Papa. Das Herz schluckt schon natürlich für einen Bruck natürlich, das bleibt schon bestehen. Schon gleich irgendwie daher. Da ist schon ein Bruck. Ist der Landkreis Ring und ein Bruck von dir. Ja, wir teilen uns immer recht schön auf, einmal ein Wochenende da, einmal ein Wochenende da. Also, kommt keiner zu kurz vor den Schwiegerleuten, glaube ich. Ganz gut. Ja, in dieser Besetzung. Johanna, was macht es denn da für eine Musik oder welche Musikrichtung strebt es da an und was spielt es da alles? Ja, also, wie wir vorher schon geschmatzt haben, könnte man es eigentlich auch die Ausgrome nennen. Die Ausgrome, ja. Ja, weil man eben so, ja, Stücke, die wo jetzt nicht jeder kennt. Aha. So vor allem Obergreiner Stücke, die wo nicht mehr so bekannt sind. Einfach mal wieder, ja, Führer kommen lassen. Und auch wieder, ja, dass die auch wieder gespielt werden. Aha. Also, es ist ja schön, wenn man ab und zu mal das Trompetenecho spielt und ab und zu mal auf der Autobahn spielt. Macht so, auch wenn es gewünscht wird, bestimmt, oder? Also da hat es glitzern. Aber ich sage es eher so Nummern, wo man nicht so kennt, oder? Ja, genau. Irgendwo ausgerückt. Das, was uns selber sehr gut gefällt, aber wo man auch selber sagt, das hörst du nirgends. Also, ein Stückchen, das man gar nicht auf einer CD umsah, sondern du hast vom Opa noch alte Schallplatten erlebt und das hat dir das kleine Bau gefallen. Blick gesagt, ja, oder weil ich mag es auch nicht, ich weiß nicht. Und dann die 10 Nummern spielen wir, die werden selber gefallen und wenn wir sagen, das ist früher das gut angekommen, okay, uns taugt es selber, dann geht es wieder mal gespielt. Ich glaube, jetzt haben wir schon eine super Überleitung aus dem ersten Stück, oder? Ja. Das ist auch so ausgerungen. Ja, Ensemble Franz Mihalitsch, und zwar beim Wirt zur grünen Linde, von meinen ehemaligen Muselehrerinnen gehört. Da ein schöner Grüß an uns ehemalige Osterwinkel-Trio. Ja, unbedingt. Bianca und Petra. Ja. Super Aufnahme gehört und haben uns gedacht, ein Mann, zwei Frauen dazu, das hat es ja schon mal gegeben. Das ist ein wenig so angelehnt, gell? Osterwinkel-Trio ähnlich, gell? Ja. Wenn sie so schauen, wie drei, gell? Und so ein Japaner im Midi-Boss, der sitzt neben uns. Max hat noch ein wenig Pause jetzt, oder? Ja. Genau. Aber ein witziger tust du auch, oder? Ja. Ja. Schauen wir mal, oder? Ja. Genau, beim Wirt zur grünen Linde ist das Stück in S-Dur. Schön. Leute, Spieltag für Tag, der Franz.
ein Wahnsinnsgesang alle miteinander. Und gespielt natürlich auch ganz schön. Wirklich bravo. Da kann man einen Schluck drauf trinken. Unbedingt. Wir schauen sie aus. Prost. 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 Hat der Max immer noch topfit, hä? Ja. Wie viele Jahre müssen denn noch vergehen, bis du mal Bier trinken kannst? Wie alt bist du denn jetzt, Max? Jetzt bin ich 14, aber in mei, 2-3 Monaten, ich weiß gerade selber nicht, bin ich 15. Ja, schau her, 15 schon. Ja, das ist auch noch schlecht mit Bier trinken. Aber nein. Dann nehmen wir halt in 2 Jahren noch ein Video auf. Ja. Und dann sitzt du auch da und kannst da zumindest ein, 2,5 Jahre mittrinken, oder? Ja, im letzten Video haben wir schon ein Werbung gemacht, gell? Freundin-mäßig, Max. Wie schaut's denn aus? Naja, hat noch alles seine Zeit. Hat noch alles seine Zeit, aber die Angebote warten schon da gewesen, wahrscheinlich, oder? Drei, drei Stück. Aber bist du noch ein wenig wählerisch, oder? Und wart's noch ein wenig? Schauen wir mal. Aber du hast ja letztes Mal schon gesagt, eine Musikantin war schon nicht schlecht, oder? Ja, war schon nicht schlecht, weil ich Musik mag. Ja. Dann machen wir es ja so, in der 2-3 Jahren, dann gehst du ein Bier trinken, dann hast du eine Musikantin da, ich weiß nicht, ob da dann der Tisch noch klammt. Ja. Wenn wir dran waren, wenn wir ja. Ja, schön. Nein, Max, bleib nur so, wie du bist. Ja. Stimmt schon. Ja, jetzt kommen wir mal auf die einzelnen Gruppen, wo ihr dabei seid. Natürlich auch noch zum Sprecher. Ich darf einmal anfangen mit der Familienmusikfreund. Wie schaut es denn aus im Jahr 2023, wo wir jetzt drin sind? Was ist uns so geboten alles? Ja, vieles wieder, also wie es der Benni vorher schon gesagt hat, wir haben jetzt halt, dank dem, dass jetzt die schwere Zeit sag mal, jetzt für die Künstler wieder vorbei ist und wieder alles anlaufen kann, Gott sei Dank, genau, haben wir wieder schöne Veranstaltungen zum Spielen. Jetzt halt in der nächsten Zeit kommt gleich mal ein Highlight, da dürfen wir mit der Familienmusik und auch mit der Besetzung, wie wir jetzt da spielen. Aha. Erstmal Musikanten-GWM, ich glaube, jeder Musikanten, der war in der Branche ist, sagt das jetzt. Ja. Da haben wir uns neidisch gefreut, wie wir da den Anruf gekriegt haben. Dürfen wir am Freitag auf einer Hütte spielen. Das ist dann der 31. Genau, der 31. Also das Video kommt raus am 25. Aha, März okay. Und dann praktisch kommenden Freitag. Schau genau. Her, ist schon so weit. Dann passt es genau zusammen. Können wir gerne vorbeischauen, wer mag. Spielen wir um 12 Uhr, genau, also Mittagszeit, über den Nachmittag über, ja. Auf der Märchenwüstenhütte und dann sieht man sich auch noch garantiert noch im Zelt. Ah, super. Und ein zweites großes Highlight haben wir dieses Jahr noch, das ist mittlerweile gibt es uns in der Familienmusik schon seit 10 Jahren, wow. Also seit 2013 haben wir unterwegs und aha. Das gehört natürlich gefeiert. Da schein. Haben wir uns jetzt den 4. November rausgesucht, haben ein Fest mit vielen Gruppen, unter anderem auch mit den Bergwettern natürlich, genau. Und da gibt es auch noch Karten, also wer mag, kann gerne bei uns anschreiben, Facebook oder telefonisch, das kriegen wir auf alle Fälle hin, feiert man unser 10-Jähriges, genau. Ja, super. Also 4. November unbedingt alle vorbeischauen, ist von der Zeit hin. Ja. Bergweiter sind dabei, Familienmusikfreund ist dabei, wer ist noch dabei, der hat es ja noch mehr, gell? Jetzt zählen wir es einmal auf. Nehmen wir es hin. Weiß ich nicht, kann ich noch. Ja, ich auch noch. Also vom Bossa-Raum haben wir noch den Pseudogreiner dabei. Super, Obergreiner-Besitzer, genau. Ja. Dann von Obernwald, auch die Grenzländer, auch Obergreiner besetzt. Ich glaube, auch Erwin. Das bin, glaube ich, eh bekannt dafür. Ja. Dann haben wir von Allgäu, Kombo 4. Mhm. Genau. Und von ja, Hessen. Hessen und Essen. Ja, wow, genau. Auch ganz gute Frage. Von so weit, Ober. Wie heißen die? Das ist Trio Kleiner Logie. Genau. Die nehmen wir natürlich alle an die Stelle auch grüßen. Ja, geht ein gesamter Gruß an alle Musikantenkollegen aus. Das wird bestimmt eine schöne Veranstaltung. Ja. Und natürlich jetzt demnächst, wie wir schon gesagt haben, 31. März, da in Schlappen. Ja. Okay. Auch jetzt ab vorbeischauen. Ja, wie schaut es mit den Bergweitler aus? Spielt es auch ein paar Mal heuer? Wo man es gut gesagt, ja. Also wir haben auch unterwegs dieses Jahr und haben wir da auch einige Highlights, auf die wir uns schon stark gefallen. Jetzt hat es einen Bassisten, der immer Zeit hat, gell? Danke. Das Alex, du wirst das so. Nein. Haben wir schon früh, dass unser Chef dabei ist bei uns, war zuerst auch schon. Ja. Und haben wir super Geschäft heuer wieder zum Spielen. Das erste Highlight haben wir jetzt dann am Wochenende vom 15. und 16. April. Mhm. Und zwar haben wir da einen Tanz auf der Wirt in Thalersdorf, wieder mit Wirt nichts gesagt, mit guten Freunden aus der Steiermark. Mhm. Mittlerweile Bumteifel heißen sie jetzt, also eine Obergreiner Besetzung vom Feinsten. Ja. Kannst bezeugen, du warst letztes Jahr dabei.
Also da geht's auf. Da gibt es nur Abkasse, so ist. Ah ja, kein Vorverkauf. Kein Vorverkauf. Mhm. Also da findet ihr auf Facebook und alles Veranstaltungsdaten. Super. Und dann eine Woche drauf, glaube ich, haben wir schon das nächste Highlight. Ich weiß nicht, ob du da auch schon Bescheid weißt. Da spielen wir in einer CD-Präsentation vor dem Duo. Wieselhaare hast du ja, Alex, genau. Oder nicht? Ja, da meine ich, bin ich dabei. Ja. Ach so, ja, genau. Nein, Freimontionärisch zählt auf alle Fälle auch als eins von unseren Bergweitler-Highlights dieses Jahr. 21.04. kommt unser CD raus. Schöner Grüß auch an Michi, mit dem zusammen organisiert ist und hat das gemacht. Und da hat die Bergweitler dabei. Genau. Und last but not least, unser eigenes Fest hat sich mittlerweile schon eingebürgert. Jetzt haben wir beim Skreiner den Wald 3.0 mittlerweile angelangt. Auch wieder Spitzengruppen dabei haben wir zurzeit in den Organisationen. Da kommen dann nähere Infos demnächst. Das ist am 28. Oktober. Also Termin kann man sich schon mal vormerken. Und freut man sich, wenn man den einen oder anderen Bekannten auf alle Fälle sieht. Ja, ein Jahr voller Highlights irgendwie, gell? Ja, kennt ihr es da schon noch zu anderen Sachen auch, weil zum Musik springen? Wie ist das? Ja, man sieht sich nicht. Also nicht mehr stark. Nicht mehr stark, oder? Nein, also es ist schon, die Woche ist gut gefühlt. Ja, ja, aber das ist so enker Herzensangelegenheit zum Musik springen, oder? Ja, man hat Arbeit auf der anderen Seite unter der Woche und auch. Dann, wie wir es jetzt in der Besitzung haben, da man auf 8 einmal spielt, das bringt einem schon mal wenig. Ist der Ausgleich genau, und das Wochenende ist dann sowieso. Ich glaube, das hat man auch in der Zeit davor gekannt, wenn man das nicht mehr hat, geht es einem auch direkt da. Also das gehört dazu irgendwie. Das ist der Ausgleich zu dem Alltag. Ja. Das braucht man schon, ja. Das ist einfach, das kann ein Nicht-Musiker, glaube ich, gar nicht verstehen, ja. Dass man. Wenn man eher am Wochenende auf der Bühne steht und Gas gibt und da ja, Kleid unterhält, dann unter der Woche abends auch noch zusammensitzt und spielt. Aber wenn man das tief im Herzen drin hat, und das habt ihr alle, dann, ja, dann versteht man das. Ja, genau so ist es. Ja gut, jetzt tun wir noch einen, he? Ja, jetzt müssen wir schnell schauen, wenn wir das haben. Wir haben ein logistisches Problem. Ja, das haut schon hin. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Genau, wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Genau. Wie war das? Für Freund Eisenbahn. Slumpreis, ganz kurz. Slumpreis. Prost, trinken wir. Ich kann nicht trinken. Prost. Ich trinke aber trotzdem. Dann frage ich, was haben wir denn jetzt noch für eine Nummer drauf? Titel ist im Galopp, jetzt ein Instrumentalstück, genau. Sollte jetzt dabei sein können. Ja. An der steirischen Mehrwert begleiten. Du bist begleiten. Genau. Und natürlich. Es ist ja auch sein. Das Hauptaugenmerk am Moxling. Ja. Ja, warten wir es im Galopp. Im Galopp. In F-Dur haben wir. Okay. Ja. Thank you.
Super, ja. Gespielt alle miteinander. Und Max, jetzt hörst du das Mikrofon fast zu wissen. Ja, steht noch, aber der Wind hat es fast. Ja, du wirst immer besser, jetzt haben wir uns eine Dreiviertelstunde nicht gesehen. Wirklich Respekt. Du rufst schon noch mal fleißig, ja, oder? Ja, schon. Ja. Oder mit der Flappen zu. Ja, da. Ja, du machst es mal aus. Ja. Da macht dann die Stube ja gar nichts mehr aus. Ja, wenn es dann weißt, dass ja, da doch einige gute Musiker und vor allem Baritonisten rundum sitzen. Ja, das ist schon. Ja. Mein Mann mit einem Motivation. Ja. Ja, apropos dieser Schlappmin-Tag, dieser besagte 31. Ich kann leider nicht dabei sein an dem Freitag, weil, muss ich auch noch ein wenig Werbung in eigener Sache machen, wir haben nämlich großes Musikantentreffen in Böbrach beim Geiger Michael an dem Freitag, 31. März. Das ist das 50-jährige Musikantentreffen oder das 50. Mal, wo wir so ausgesetzt wurden wie Corona leider. Und haben wieder ganz, ganz viele Gruppen dabei. Ja, wenn ihr so überlegt, der Musikzug Nummernsfelden hat sich angekündigt, die Bornsteiner Tanzlmusi wird dabei sein, wo ich auch selber ein wenig mitspiele. Dann der Hausbreiter Andreas Weinl-Johannes und der Heiniger Kevin im Trio Lecco Mio haben dabei, auch Begriff natürlich und viele, viele mehr. Das wird eine wunderschöne Veranstaltung. Musikanten, wenn spontan noch vorbeikommen möchten, können natürlich spontan kommen. Schön war es auch, wenn es mir vorher schreiben darf, dass ich ein bisschen planen kann, wer dabei ist. Aber wie gesagt, kann auch spontan vorbeigekommen werden. Ich seid leider nicht dabei. Wenn Schlapping nicht war, dann warten wir dabei. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Wenn es nicht wieder zusammenfällt, das fällt nächstes Jahr. Ich habe schon geschaut. Ja, wunderbar, dann, da schaue ich jetzt dann wirst du sie planen. Ja, ganz gut. Ja, so, das Video neigt sich schon langsam dem Ende zu. Ich habe noch heute ein paar Entweder-Oder-Fragen. Jetzt hätte ich mit deinen Kamera machen. Das ist schon traditionell mittlerweile, gell? Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Ein paar wiederholen sie ja, aber man kann bei mir nichts auswendig lernen, das wisst ihr. Jetzt fange ich bei der Dame an. Und zwar, wie schaut es bei dir aus? Zug oder Flugzeug? Oh, lieber Zug. Ja. Ich habe Flugangst. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Tatsächlich. Bist du noch nie geflogen? Oder? Ja, schon. Also ich schaffe schon, aber ich soll mir den Zug lieber. Aha. Also Zugangst hast du nicht? Nein. Nein, also bis jetzt noch nicht. Kann da noch kommen, gell? Ja. Achso, nicht so. Nein, aber... Ich fliege schon damit, aber. Aha, aber schweißgebadet. Ach, wo müssen wir lieber? Ja, genau. Aber oben kommen durch jeder. Also. Ja, ich bin nur drauf. Ja, genau. Ja, gut. Ja, Franziska, was haben wir denn noch? Online-Shopping oder Einkaufen in der Stadt? Einkaufen in der Stadt, da bin ich noch eingestückt. Also, ja. Ich sage immer, die Leute von uns, da brauchen Arbeit, die müssen ganz in die Geschäfte arbeiten. Das ist selber Arbeitsteil und magst auch, dass die vorkommen. Also da bin ich noch ganz altmodisch gestrickt und schaue, dass ich alles, was ich in der Stadt kriegen kann bei uns daheim, dass ich das auch da kaufe. Es gibt ausgefallene Sachen, die kriegt man nicht, ist klar. Die stört man dann, aber das Grundding wird daheim gekauft. Und es hat auch noch was anderes Gutes an sich, wenn man in den Stock geht, da trifft man die Leute und da kann man dann reinstehen. Und das stärkt auch das Miteinander. In einer kleinen Stadt wird es das Hauptsache. Ja, genau. Ja. Oh, was brauche ich denn für Max? Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Freibad oder Badesee? Nein, ich mag beides gern, aber im Sommer bin ich eher im Badesee. Mhm. Badesee? Ja. Ist da einer in der Nähe von dir? Ja, in Rehenbau ist einer drin. Das ist recht lustig. Kannst du mit dem Vorarlberg hinfahren? Oder? Ja, vor zwei wenige Zeiten, aber... Aber bist du noch jung? Ja, ich. Ist gut, dass du nicht Fendt oder Deutz gefragt hast, vor dem wir das gefahren haben. Ne? Ach so. Achso. Hätte ich da Antwort geben. Warum? Was gibt es da für Antwort? Der Fendt. Fendt? Ach, bist du der Fendt? Fendt, nein. Selber schon Bullo gefahren, wahrscheinlich am eigenen Grund ein bisschen umeinander, oh, oder? Jetzt kommt der Papa hier. Benedikt. Ordnung oder Chaos? Oh, Chaos. Chaos, aber ein kreatives Chaos, muss ich sagen. Oder geordnetes Chaos. Ich finde alles, was ich brauche. Geordnetes Chaos! Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich finde alles, was ich brauche, aber Franziska wird es nicht finden. Das wird jetzt ganz an, die Frage ist für mich auch interessant. Ich finde meine Zeit, weil ich weiß, wo ich es hingelegt habe, aber ohne wird sie weiter. Also muss es so. Wie heißt es immer? Das Genie beherrscht das Chaos, oder? Anscheinend. Kann ich bestätigen, also ich finde meine Zeit, so muss es so. Jetzt, weil du gerade sagen was, bist du eher der ordentliche Mensch? Ja, ich mag schon, dass mein Zeug beieinander ist. Aber das, also je nachdem, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind und wir immer pendeln, ist das sowieso, also wir leben hauptsächlich aus dem Auto, muss man schon dazu sagen.
Aber da in der, daheim in der Wohnung, da ist es selber. Da passt es. Da schaust du, da soll es passen. Genau. Und zwei Lederhosen, dann meine ich, ist immer im Auto drin, weil man weiß nicht, wo man mir wieder ausruhen kann. Ja, das stimmt, ja. Ja, ändern sich auch noch die Zeiten. Das ist jetzt gerade eine wilde Zeit wahrscheinlich irgendwie, aber ganz, ganz schief jetzt. Ja. Macht Spaß. Ja, dann an alle, wo du da sitzt, ein recht, recht herzlicher Dank, dass ich kommen haben dürfen, dass wir so ein, finde schon wieder gelungen, das Video aufgenommen haben. Danke für deine Zeit, dass wir dich zubringen, weil das gehört ist auch nicht selbstverständlich, dass du Strick gehabt. Gerne. Und uns hat es gefreut, dass wir mit dir ein Video gemacht haben und dir gefällt alle Fälle wieder. Gerne. Ich sage danke. Ja, die Termine haben wir eh ausführlich durchgesprochen. Schaut vorbei auf Homepage, Facebook, Instagram von sowohl Familienmusikfreund als auch von den Bergweitler. Miteinander habt ihr keinen Facebook-Seite? Nein, haben wir nicht gesehen, wie gesagt, weil es eben die Zeit noch nicht so hier gibt. Zwirt. Aber zwirt, wenn man es einmal gehört hat, das werden wir dann mit. Ja, gut. Dann an alle Leute draußen, natürlich kann ich nur noch sagen, damit die Videos in die große, weite Welt rausgehen, da unbedingt auf Gefällt mir drücken, auf Abonnieren klicken, teilen, so viel wie es geht. Und ja, da versäumt kein Video, auch in Zukunft. Dann, Dankeschön, habe ich schon gesagt, kann ich nur noch sagen, alle Leute draußen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald!